Ja, schönen guten Morgen. Also, da haben wir mal einen schönen T5-Bus. Es ist Sonntag, morgen mache ich wieder auf. Ein Kollege braucht ihn dringend für seine Arbeit. Sollen wir eine schnelle Wartung kriegen? Da haben wir gesagt, na komm, schnell mal einen Ölwechsel, das geht ratzfatz. Dann habe ich ihn morgen nicht an der Backe. Er kann seiner Arbeit nachgehen. Und alle sind glücklich. Schöner Bus. Ja, wenn er unten ist, machen wir noch mal ein paar schöne Aufnahmen. So, wollen wir einen Ölwechsel machen? Da haben die mal davor schön mit Silikon die Ablassschraube festgemacht. Na gut, wir drehen den jetzt raus. Wenn wir Glück haben, ist Gewinde heil. Wenn nicht, ja, scheiße. Muss man Gewinde nachschneiden, Übergröße rein. Wir probieren mal. Neue Schraube ist drin. Ja, Gewinde war auch okay. Keine Ahnung, warum die da Dichtmasse hingeklebt haben. Naja, ist aber alles gut. So, runter, Filter tauschen und dann schauen wir mal. Ja, der Kollege hat das Auto neu gekauft. Wir checken den mal kurz durch. Ja, Querlenkerbuchsen sind hier ein bisschen ausgeschlagen. Die tauschen wir mal nächste Woche aus. Ja, der Auspuff, der riecht ein bisschen. Da haben wir eine neue Schelle reingemacht. Aber der Mitteltopf ist natürlich hin, falls ihr sehen könnt. Ja, da kriegt man einen neuen Auspuff komplett. Der Fahrzeuggewindefahrwerk. Ja, da muss man wohl mal einen Auspuff besorgen. Beim Runterlassen haben wir gesehen, jo, der hat eine Schraube drin. Ja, er kriegt schon jetzt die Winterreifen drauf. Da muss man mal gucken, dass er da mal repariert wird. So, Fahrzeug fertig. Kam wieder auf die Straße. Ja, mit dem Nagel Glück gehabt. War nicht tief genug drin. Haben wir so rausgedreht. Winterreifen hat der Kollege heute nicht mitgebracht. Kommt mal nächste Woche. Hat er auf T6 umgebaut. Auch eine tolle Kombi. Das Blau und das Weiß kommt sehr schön rüber. Ja, schönes Auto. So, genug gearbeitet. Ab auf die Couch, ausruhen für Montag. Herzlich willkommen bei MT-Cars. Grüße euch, frohes neues Jahr wünsche ich euch allen. Ja, das Jahr hat begonnen. Und ja, Arbeit geht weiter, seit Montag wieder auf der Arbeit, wird was wieder gemacht. Ja, ihr wisst ja, hier unser JDM-Projekt haben wir ja da gehabt, haben wir mal kurz vorgestellt gehabt. Und da haben wir ja gesagt, wir gucken mal nach Felgen, wenn wir mal was finden, dann holen wir mal was. Wie gesagt, gestern Abend saßen wir kurz nach Feierabend, da kam bei eBay Kleinanzeigen die Annonce rein für diese Felgen. Und ja, die waren irgendwie 250 Kilometer von uns entfernt, ein geiler Typ, gleich kommuniziert, gleich geredet. Ja, sind wir dann die Jungs eingestiegen, hingefahren, ja, die Teile abgeholt, ne? Ja, lad die mal raus, Jungs. Jo, die sehen doch Hammer aus. Na okay, ne? Hat auch schon ein paar Drifts hinter sich. Klar, zwei neue Reifen müssen wir mal drauf machen. Aber die Maße sind schon brutal, schön konkav. Ja, da habt ihr ja nicht viel versprochen, ne? Sehen richtig, richtig Hammer aus. Schön breit. Da wollen wir mal gleich mal aufziehen. Und dann schauen wir mal, wie das Ding aussieht. Ne? Ja, zwei Reifen braucht er auf jeden Fall. Die bestellen wir mal auf jeden Fall. Ja, wir wuchten die mal aus. Und dann stecken die mir auf. Und dann schauen wir mal, wie das Ding aussieht. So, eine Felge eingesetzt. Ja, sieht Hammer aus. Wirklich Hammer aus. Problem ist, die Schrauben passen nicht. Ich gehe mal gleich los, besorge mal Schrauben für den. Aber die passen auf jeden Fall wirklich, wirklich gut. 11er Felge hinten. Ja, ne? Holen wir mal nachher Schrauben, bauen wir die mal rauf. So, dann wollen wir uns wieder in unserem Alltagsgeschäft widmen und zwar ja, weiterarbeiten. Ja, der ist hier kurz reingekommen, da muss man mal die Lichtmaschine tauschen. Hier habe ich, gestern Abend habe ich aus eBay einen RS5 Front bestellt und die habe ich gestern Mittag bestellt. Heute Morgen waren die über den Zaun geschmissen. Unglaublich, Lieferung unglaublich. Als ob er die selber hergefahren hat, Hammer. Da bauen wir einen A5 um, der hat einen kleinen Frontschaden gehabt. Und da haben wir gesagt, wenn schon, kriegt er eine RS5 Stoßstange. Ja, das Fahrzeug habe ich hier gestern reinbekommen gehabt. So, ja klar, hat nicht gestartet. Da haben wir mal gesehen, oh, hat er den Zahnriemen wegradiert. Ja, was machen wir? Ja, wir wollen mal den Kopf runternehmen, gucken, Ventile kaputt. Teile hätten wir da, kein Thema. So, der Tag beginnt, dann wollen wir mal loslegen. Bis dann. So, hier haben wir eine A-Klasse.
vom Kunden Injektoren undicht. Jetzt machen wir die Injektoren. Halt mal Licht weg. Wir wollen die Injektoren mal abdichten. Das ist bei Diesel natürlich. Der macht da Geräusche. Das Blöde ist natürlich, es ist alles feucht hier drin. Das heißt also, die Injektoren müssen rausgezogen werden, sauber gemacht, neu abgedichtet werden. Ja, bei dem Modell ist ganz blöd. Da muss ich den Torwalader abbauen, den DPF muss ich abbauen. Also das ist schon eine große Baustelle. Nur der Kunde fährt mit dem Auto drin rum. Er riecht da nur Abgase drin. Ja, toll ist es nicht. Ist eine eklige Arbeit, aber ja, das ist auch wieder Alltag und muss gemacht werden. Ja, Leute, der Alltag hat angefangen. Ist vorbei mit Spaßarbeit oder sowas. Jetzt kommt normal das Eingemachte. Hier bei dem muss man die Lichtmaschine neu. Ja, hier haben wir eine E-Klasse. Da wollen wir mal hinten mal gucken. Bremsen hinten tauschen, Scheiben hinten tauschen. Ja, vorne hat er natürlich hier ein bisschen heftig. Bei den Modellen ist sehr bekannt, dass die Aufnahmen hier reißen. Wie man sieht, also wir haben neue Aufnahmen gekauft. Federn raus, Scheibe raus, alles raus. Ja, kommen neue rein, schweißen wir wieder neu rauf und dann, weil wenn der reißt, dann hängt das Ding auch tief unten auf dem Boden. Ja, deswegen, wie gesagt, der Alltag hat angefangen und weiter geht's. Ja, das Auto kennt ihr noch, den haben wir ja letzte Woche abgeschleppt. Ja, Anlasser ist es nicht, wie gesagt, der hat wohl ein Stromproblem. Da sind wir gerade mal dabei, das zu lösen. Warum, weshalb, wieso? Ja, werden wir schon rauskriegen. So, dann wollen wir ein bisschen weiterarbeiten. Montag immer ganz blöd nach den Ferien. So, jetzt kommt langsam der Feierabend. Wollen wir auch mal dicht machen. Erster Arbeitstag war schon okay. Wie gesagt, hier, Federn mal alles weg. Kriegt neue Federn. Wie gesagt, die Aufnahmen sind hier kaputt bei dem. Das ist eine Krankheit bei dem Modell, auf jeden Fall. Da sieht ihr, durchgerostet. Also morgen wird die Seite noch aufgemacht, dann mache ich da neue Bleche drauf. Und dann ist das Ding auch fertig, ne? So, die Feder ist raus und dann sehen wir, ja, die Feder ist gebrochen. Schön. Naja, neue Federn sind da und muss eingebaut werden. Wir bauen mal gleich die linke Seite raus. Und dann schauen wir mal, ob die heil ist. Aber der kriegt schon so rechts, links neue Federn. Ja, Motorlager waren ausgeschlagen an dem Fahrzeug. Ja, haben wir auch abgenommen. Ja, mit Halter zusammen komplett. Ja, jetzt sind wir dabei, beide Motorlager noch zu tauschen. Geht schnell, nur ein paar Reifen umziehen. Das ist nicht toll. Ja, Leute, ja, wir haben hier eine V-Klasse vom Kunden. Lichtmaschine kaputt. Spontan mal rein das Ding. Mal kurz die Lichtmaschine tauschen. Geht, aber ist auch nicht so schlimm. Bei dem kommt man von unten sehr gut ran. Da saß das gute Stück. Ja, ausgebaut ist das Teil. Ja, gleich geht dann ratzfatz rein. Da ist das neue Stück. Bis gleich. Und ein neues Auto gekauft, ein Passat. Wollen wir mal gucken, Winterreifen drauf machen. Einmal einen Durchcheck machen. Ja, ein bisschen Tuning ist dran an dem Auto. Wie gesagt, der gehört einem Kollegen, den hat er jetzt neu gekauft. Schöne Farbe. Highline. Muss man mögen, er mag's. Also, dann ist es ja auch gut, ne? Ja, geiler Sound. Ja. Ja, morgen, Leute, hier. Das ist doch eine geile Bremsscheibe, ne? Jawohl, da wird alles ausgenutzt bis zum letzten Rille. So muss es sein. Ja, eine Kundin hier einen kleinen Kratzer hier reingemacht. Ja, ist schon halb so wild. Ja, ein Trecker ist da mit dem Haken da durchgefahren. Aber nichts ist unmöglich. Den kriegen wir wieder flott. Liebe Leute, jetzt ein Tag geht zu Ende. Hier haben wir zwei schon raus. Zwei wollen noch nicht so richtig raus. Egal, die haben wir mal eingeweiht mit WD. Kriegen wir morgen auch mal raus. Ja, liebe Leute, das war der Tag. Wir haben es geschafft, Feierabend. Ja, das ist der Alltag von der Werkstatt und morgen geht's weiter, ne? Ja, ich freue mich, wenn ihr weiterschaut. Bis dann.